Hi ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wie ihr alle wahrscheinlich mitbekommen habt, hatte ich jetzt wegen dem Dachbodenausbau bei uns erstmal kein Internet, weswegen jetzt längere Zeit leider kein Part gekommen ist, aber ich bin wieder zurück. Juhu, ich freue mich, ich habe es echt vermisst aufzunehmen. Ist echt blöd, wenn man sich wieder ein bisschen wie in der Steinzeit zurückversetzt fühlt. Und ja, das Einzige, was man hat, ist 4G-Internet oder 5G-Internet. Und das ist natürlich, damit kann man nichts anfangen. So, wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Und wir werden heute natürlich in Enshrouded gucken. Da haben wir ja auch noch ein paar Sachen offen, die wir erledigen müssen. Ich glaube, uns fehlen noch Fossilien. Und ich glaube auch ein Lied oder so. Und genau, wir gucken einfach mal rein. Viel Spaß euch und let's go! Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist richtig verspult, wenn man mal ein paar Tage lang nicht spielt. Irgendwie kommt mir die Steuerung gerade ultra langsam vor. Naja, wie dem auch sei, wir gucken jetzt mal in unsere Quests. Und da sehen wir schon, wir haben noch versteckte Handwerksrezepte im Schwarzmoor. Die Plasmapresse, das heißt die, wartet mal, ich glaube drei Dungeons muss ich noch machen. Das machen wir aber heute nicht. Heute konzentrieren wir uns auf die restlichen Quests, die ich hier noch habe. Unter anderem eben hier das mit den Notenblättern. Und genau, die legen wir uns mal fest und dann gucken wir mal, wo sich das befindet. Also hier haben wir unseren letzten Notenblattstandort. Das ist hier links neben der Düsterdickichtwarte. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten wir da irgendein Notenblatt finden, Kelch und Überfluss oder so. I don't know, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal dahin und gucken. Ich muss auf jeden Fall in diese Richtung irgendwie, oder? Nee, hier so lang. Bitte einmal nach oben mit dir. Okay, wir sind, glaube ich, gleich da. Können wir nochmal rauf? Nö. Gut, macht nichts. Okay, es müsste dann da oben sein. Lass mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Vielleicht irgendwie so. Ach, wartet mal, ist das nicht die Bämbelschenke? Tatsächlich, oder? Oh mein Gott, die sieht so anders aus hier. Wir haben ja einen eigenen Enshrouded-Server und haben die Bämbelschenke da umgebaut. Und ja, krass, die sieht halt so anders aus bei uns. Deswegen war ich mir gerade nicht sicher. Aber hier haben wir auch schon das letzte Notenblatt. Kelch und Überfluss, genau. Da lag ich doch richtig. Cool. Nicer Scheiß. Das heißt, das haben wir erledigt. Notenblätter sind abgeschlossen. Wir machen uns an die Fossilien. Und die sind jetzt im Düsterdickicht. Legen wir mal als Quest fest. Ich habe jetzt hier die Karte, wo ich markiert habe, wo quasi die vier Düsterdickicht-Fossilien sind. Ich habe es hier auch dazu geschrieben, falls das jemanden interessiert. Und ich würde sagen, dass wir dann natürlich gleich hier zusammen ins Vermächtnis gehen und wahrscheinlich auch wieder von der Düsterdickicht-Warte starten. Ja, eigentlich blöd, dass ich jetzt nicht gleich hingedüst bin, weil Samets Vermächtnis ist ja sowieso gleich neben der Bämbelschenke. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir düsen einfach so hin. Ich sehe leider nichts wegen den ganzen Bäumen. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Richtig! Kennt das einer von euch? Das war so ein Spiel von mir, als ich ein Kind war. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, aber der hat immer, wenn man irgendwas richtig gemacht hatte, hat er gesagt, richtig. Genau, wir sind ja schon da. Sind da jetzt irgendwelche Spastis, die uns nerven? Kann sein, deswegen essen wir mal was. Und trinken was. Duty. So, und hier bei Samets Vermächtnis müsst ihr natürlich einfach reinlaufen. Wir pacen jetzt einfach mal durch. Und hier seht ihr wahrscheinlich, ich gehe mal kurz hier hoch, die drei Fässer. Und wenn wir die wegsprengen, sollten wir hier das erste Fossil finden. Und ja, tatsächlich, da ist es ja schon. Trilobiten haben wir gefunden. Coole Sache. Das war easy. Dann lasst uns mal zum zweiten gucken. Das zweite ist tatsächlich
auch nicht weit weg von der Düsterdickichtwarte, und zwar hier unten, da steht eine Hütte und eine Brücke, und in der Höhle mit den blauen Pflanzen müsste es sein. Das heißt, für uns, wir gehen wieder zurück zur Düsterdickichtwarte. So, wir sind da und wir düsen jetzt hier runter. Soweit ich weiß oder mich erinnern kann, müsste das Ganze irgendwo hier unten bei der Brücke und diesem kleinen Häuschen hier sein, was ihr sehen könnt. Machen wir eine Sturzlandung. Oh, eine Bruchlandung meine ich, und werden gleich attackiert. Aber ja, genau, hier seht ihr diese blaue Höhle. In die müssen wir reindüsen und dann sollten wir da das nächste Fossil finden. Gucken wir mal. Eigentlich leuchtet es ja immer so rot. Ja, wo ist es denn? Da oben. Ganz klar zu erkennen. Kommen wir darauf? Ah ja, da wäre auch so ein Ding gewesen. Ihr könnt mal weg, obwohl ihr mir nichts tut. Ja, genau. Da ist es. Ein einzelner Gastropode. Super, dann haben wir dieses auch schon gefunden. Das nächste Fossil ist hier, auch gleich unweit von der Düsterdickichtwarte. Hier müssen wir in eine Höhle gehen und die Pflanzen killen und looten, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Das ist schon so lange her, dass ich das gemacht habe. Ich habe wirklich gerade keinen Plan mehr. Aber ja, wird schon schief gehen. Das heißt natürlich, wir düsen zurück zur Düsterdickichtwarte. Wir düsen zur Düsterdickichtwarte. So schaut es nämlich aus. Und haben jetzt fast 500 Meter zu unserem nächsten Fossilchen. So, runter mit uns. Und einfach geradeaus, und irgendwo müsste dann eine Höhle sein. Aber ich glaube nicht im Miasma. Die müsste irgendwo da unten sein. Ich weiß es nicht. Hier sieht es nicht nach einer Höhle aus, oder? Lass mich gucken. Nee, glaube nicht. Irgendwo hier muss eine Höhle sein. Werden wir schon finden. Wahrscheinlich hier, oder? Ach ja, perfekt. Hier sieht es mir aus, als wäre da die Höhle. Wir nehmen das hier und... Ach so, wir brauchen... Ja gut, wir töten sie mal, dass sie uns nicht auf den Sack gehen. Und dann, wenn ihr gesehen habt, sind wir schon am Fossil vorbeigelaufen. Das befindet sich nämlich hier. Trilobitabdruck. Hä, habe ich die nicht gerade umgenatzt? Nicht blöd? So, jetzt aber. Sehr schön. Ja, wenn man weiß, wo alles ist, dann ist es einfach. Ich hoffe, ich kann euch, wenn ihr diese Fossilien noch nicht kennt, vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen. Wir gucken uns das nächste an, und das ist hier unten. Ich weiß nicht, ich denke, vielleicht können wir einfach hinlaufen. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. An Häusern vorbei und ins Miasma nach unten. Hallo Katze. So, wir düsen also nach rechts lang. Asi, was machst du denn da? Störst du mich gerade? Nein. Und gucken, gucken, gucken. Oh, Kamille ist immer gut. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich nur Pflanzenfaser. Soweit haben wir es ja jetzt auch nicht. Hallo Süße. Meine Schatzi, was machst du da? Willst du auch Hallo sagen? So, wir haben jetzt noch ein paar Meter. Und dann sind wir hoffentlich gleich da. Gut, ich hätte wahrscheinlich auch hinfliegen können, aber... Mein Gott. Ja, das hat wehgetan, aber macht nichts. Ah ja, hier haben wir diese zwei Häuser. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob die das waren. Ich glaube, wir müssen hier lang. Und genau, hier hinten ist dann dieser komische Schlitz. Und da müssen wir irgendwie runter. Das weiß ich noch. Jetzt sehe ich gerade mal wieder nichts. Ah, ich glaube, hier ist es schon. Ja, Gastropoden. Dann theoretisch müsste ich jetzt die Quest abgeschlossen haben. Habe ich aber nicht. Das ist jetzt ganz schön komisch, muss ich sagen. Jetzt weiß ich nicht, gibt es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel später nochmal da hinschaue,
verschiedene Fossilien an diesen Standorten, die ich finden muss, damit ich die Quest erfüllt habe? Oder war ich jetzt mal wieder total lost und habe gar nicht da geschaut, wo ich eigentlich schauen müsste? Das kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen. Also für mich ist die Quest jetzt abgeschlossen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es ausschaut, was ich gerade gefragt habe, ob meine Vermutung richtig ist. Wenn ja, dann hole ich mir auf jeden Fall die Fossilien noch, dass die Quest hier verschwunden ist. Aber im Prinzip müsste eigentlich alles gepasst haben. Das heißt, wir haben jetzt hier noch die versteckten Handwerksrezepte. Und soweit ich weiß, sind das tatsächlich die ganzen Baublöcke. Also zum Beispiel die weißleuchtende Substanz, der Red Marble Block und so. Und ich habe alle, außer den Red Marble Block, den grünen Block und den Ektoplasma Block. Und die finde ich ja nur in einem Dungeon. Und deswegen werden wir dann auch im nächsten Part tatsächlich in den Dungeon gehen. Korrigiert mich, wenn ich jetzt damit falsch liege, wenn das jetzt gar nichts mit den Handwerksrezepten zu tun haben sollte. Das kommt uns dann nämlich auch ganz gelegen, weil wir müssen ja sowieso auch noch hier in die Hallen der Erloschenen im Düsterdickicht. Und hier haben wir auch noch Artefakte, die wir finden müssen. Und wenn wir das erledigt haben, dann war es das tatsächlich mit den Quests. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier wieder rauskomme. Hallo, ich sehe nichts, Leute. Jawohl, hallo? Jetzt haben wir es geschafft. Genau. Und in dem Sinne, ich glaube, das ist mal wieder ein etwas kürzerer Part, aber es würde sich jetzt auch nicht lohnen, noch in den Dungeon zu gehen. Ich bin hungrig. Ach ja, tatsächlich. Da muss man auch erstmal dran denken, dass es jetzt dieses Hungersystem gibt. Und was wollte ich euch noch sagen? Genau, wenn wir dann die Dungeons durchgemacht haben, dann werden wir auf jeden Fall auf unseren Kattegat-Server schauen, weil da ja auch immer noch ein Baumhaus auf mich wartet, was ich fertig bauen muss. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir sehen, ob vielleicht tatsächlich schon neuer Content kommt. Wobei ich glaube, der kommt dann erst im Oktober, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, dann überlegen wir uns einfach, was wir sonst noch Schönes in Enshrouded machen können. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob wir nicht auch ein Großprojekt machen wollen. Also für alle, die da irgendwie Interesse dran haben, kommt auf meinen Discord-Server. Hier für euch eingeblendet. Ihr müsst einfach nur den QR-Code scannen und dann kommt ihr auch schon drauf. Ja, und in dem Sinn, meine Lieben, würde ich mal sagen, dass ich den Part an der Stelle beende. Auch wenn es jetzt wirklich kurz war, hat es mir wieder ultra viel Spaß gemacht, Enshrouded zu spielen. Und ich bin sowas von gehypt, dass ich jetzt auch wieder zurück bin. In dem Sinn, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns, falls kein Internetausfall da ist, im nächsten Part. Bis dann!